Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Hoffnungsträger. André Pascha war lange Jahre Missionar in Brasilien und ist heute Missionar einer internationalen Gemeinde in Deutschland. Er berichtet von Kuka, einem Mitarbeiter im Projekt Levante. Wir lernten Kuka als Gehilfen eines unserer Maurer beim Straßenkinderprojekt Levante kennen. Er hatte mit 19 Jahren kaum Schulbildung und war Vater zweier unehelicher Kinder. Kuka kam aus einer Favela südlich von Recife. Bei unseren täglichen Tischgesprächen im Team erhielt er viele Gedankenanstöße zu seinem noch frischen Glauben. Er zeigte unerwartete Begabung. Kinder, die sich mit den Erziehern überworfen hatten, kamen beim Arbeiten mit Kuka zur Ruhe und erhielten guten Rat von ihm. Heute ist Kuka mit etwa 40 Jahren offiziell Pastor einer blühenden Gemeinde. Er hat seinen Schulabschluss und ein Theologiestudium nachgeholt. Dabei hat Kuka immer das Milieu, in dem er aufgewachsen war, im Auge behalten. Gerade für gefährdete Menschen brennt er und für Jesus, seinen Herrn. Er wurde zu einem Hoffnungsträger an einem scheinbar hoffnungslosen Ort. Dazu aus Epheser 3, die Verse 20 bis 21. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.